Foto. Jetzt kommt der letzte noch und dann ist auch Ruhe, glaube ich, von Fotografieren. Map, map, map. Lass erstmal seine Bananenchen fahren. Komm, Jungs, lass mir mal im Platz und Ruhe hier. Ja, ist ja gut. Komm, nerv nicht. So. Ah, kehre zurück zum Klassenzimmer. Ach ja, haben wir noch genug Zeit. Die Murmeln für die Menschheit. Murmeln für die Menschheit. Murmeln für die Menschheit. Na. Oh. Also kann er nicht so hoch springen. Nein. Wow. Haha. Haha. Was macht die denn da? So. Hab ihn unterricht. Haben wir, glaube ich, auch irgendwas erhalten. Bestimmt gleich wieder hier. Kennt man ja aus jedem Unterricht irgendwelchen kleinen Boni wieder. Für zwischendurch. You know, Jimmy, you have a little bit of a rough edge, but I really think there's something special. Oh, danke schön. Was gibt's? Fotoalbum freigeschaltet. Wow. Sehr schön. Another good deed done. Jetzt gibt's nichts Besonderes, denn jetzt sind alle Schulfächer weg. Und wir können, glaube ich, auch ab. Ah, hauptsache uns die Knochen brechen. Ja, jetzt können wir noch ein paar Ziele machen. So, ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Fahrrad steht. Nee, dann versuchen wir halt mit dem Skateboard voranzukommen. Aber die Männchen sind überall gleich. Ab der Stadt, dann kommen nur noch so erwachsene Personen, ab und zu mal ein paar von der Schule, aber sonst ist wirklich nichts Besonderes. Nee, oh. Oh. Warte mal, wir können doch hier einkaufen im Yam-Yam-Markt. Was können wir denn im Yam-Yam-Markt einkaufen? Irgendwas Besonderes? Hallo! Hallo! So, Beamkohle. Komm hier, kauf mal hier. Schachtelchen Pralinen. Die geht auch so komisch hier so ab. Wie Quasimodo. So, ab zu den Props. Ja, Boxclub. Da sind wir doch richtig. Guten Tag. Webs Herausforderung. Maybe I can use this to my advantage. Take him out, losers are right there. I swear she's trying to look just like me. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hopkins, you're pathetic. Komm schon. So much better, you know. Zeit ist um. Runde 2, hätten wir auch schon fast kaputt geschlagen. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. K.O. Yes. Du hast gewonnen. Ja, das geht ja eigentlich im Boxen.
Oh, gleich direkt gegen den zweiten oder was? Gegen einen Preps? Okay, erstmal ausweichen. Hopkins, you're such a wimp. Ich wollte ihn nicht verblocken. Schon. K.O. in der ersten Runde. Hätte ich bei dem anderen auch schaffen können. Schon wieder gewonnen. Geil, Boxen ist geil. Gefällt mir. Gibt's gleich den nächsten oder was? Oh, der ist aber, ich glaube, jemals immer stärker. Das ist aber Parker. Es geht aber eigentlich gegen den. Na, komm schon. Kriegen wir den auch in der nächsten Runde? Da sind die beiden kloppen da unten. Zack, K.O. Nächste Runde. Schon wieder gewonnen. Was geht denn da ab? That's it. All right, I won. Give me my prize. Hmm, there's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Hm. Was habe ich jetzt gewonnen? Bestimmt gar nichts. Herr Led, doch, du hast das Strandclubhaus erhalten. Geil. Warum nicht? Gefällt mir. Neues Speicherbuch freigeschaltet. Ah, hier kann man zusätzlich speichern. Boxoutfit erhalten. Warum nicht? Das ist doch geil. Gefällt mir doch. Nice work, Jimmy. Geile Sache. Können wir dann gleich hier noch was auf dem Radar machen? Ja. Guck mal, hier bei denen auch noch direkt was. Nach oben. Dann gehen wir mal nach oben fix. Rutschen. Ist doch richtig hier, oder nicht? Oder müssen wir hier irgendwo durch? Nee. Ist er jetzt richtig oder nicht? Ach, da kann man auch noch hochgehen. Ach so, okay. You know we can't associate with you until you wear some proper clothes, huh? Ah, okay. Aqua Berry Pulli. Holen wir uns mal eben fix. Wo kriegen wir den denn her? Beim Anzugsmenschen. Und wo ist der? Achso, Straße gleich rechts runter beim Friseur. Können wir auch eine neue schicke Matte uns aufsetzen. Guten Tag, die Damen. Da. Haare schneiden lassen. Ja, welche Haare denn? Frauenschwarm. Ach, du ahnst es nicht. Dem kann man noch keine Frisur aufsetzen. Kastanie. Schokolade. Ich glaube, Schokolade passt bei dem zu. Ja, hier kommen hier. Raufen und fertig. So, Ben. Don't be a stranger. So schnell hast du Haare bekommen. Jetzt holen wir noch Klamotten. Die sollen ja hier oberhalb sein. Da hinten. Aqua Berry Pulli. Guten Tag. You know you should try the new Aqua Berry Vest. Very popular with the better class of students. Wo kann ich mich denn da? Kann ich mich umziehen? So, Oberkörper. Pulli, Polunder. Was
eigentlich egal, ne? Polunder oder Pulli? Ging das denn nochmal Q oder so? Ne. Konnten auf jeden Fall irgendwie die Dinger abrufen. Pulli oder Polunder? Obwohl Polunder, glaube ich, eher war das jetzt, oder? Okay. Ach da, Missions... Objekte keine. Naja, dann kaufen wir halt einen Polunder noch. So. Thanks for shopping with us. Have a nice day. Haben wir den auch noch gekauft. Jetzt sieht es auch ein bisschen schöner aus. Jetzt ist er einer von den Preps. Fällt das halt nicht so auf. Und dann klauen wir mal hier eben das Fahrrad hier. Oh. Lass mal das Fahrrad da liegen, das hat keinen Fahrradständer. Warum auch? Achso, hier können wir auch. Die Eier. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Très chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen. Me and the chaps were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soap Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Ah, vertraue ich noch nicht ganz den Jungs da. Vertraue ich noch nicht ganz. Kauf ein... Okay. Am Jum-Jum-Markt. Ja, am Supermarkt kann ich Eier kaufen. Das war mir schon fast klar. Nein. Nein, nein, nein. Ah. Machen wir es halt so. Hallo, can I help you find anything? Eierchen. Karton-Eier. Achso, ich hatte gar keine mehr. Alles klar. Bring die Eier zu Tats Haus. So, irgendwo. Irgendwo da oben. Hallo? Können wir die Abkürzung hier übernehmen? Stimmt, ne? Ja, geht doch einwandfrei hier. Na komm schon. Da vorne, okay. Da vorne ist ein Kreisverkehr. Ach ne, da. Ach ne, das ist bei denen da auf dem Grundstück. Mäp. Hier müssen wir hin. Da war, glaube ich, auch Chats Hund. Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. Smash it. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt, and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this pauper. Ah, Gary. You're going back to the poorhouse.
I'm an excellent boxer, you know. Versucht er da mich? Mit Eiern abzuwerfen? Wie hast du das noch? Ah. Komm her. Komm her zu mir. Dankeschön. Hier, nimm das. Ah, komm, wir muggeln uns mal so durch hier so. Schon. Spiel ich wieder mit unfairen Mitteln hier. Du bist auch 20 cm größer als ich. Ach, ich habe nichts anderes gegen dich. Danke für die Cola. Hier, nimm das. Ich hätte gerade nichts anderes gegen dich. Eier freigeschaltet, Prep minus Respekt minus Zähne. Naja, ist auch egal. Lass mich doch nicht von den Jungs hier verprügeln. So, okay. Ah, okay. Oh, hier ist eine Bushaltestelle, das heißt, wir können auch damit irgendwie zurückfahren. Schulbus, ganz genau. So. Jetzt werden wir uns mal beeilen und die Runde schlafen gehen. Und dann müsst ihr auch schon die Videos hochladen. Sonst bekommt ihr heute keine mehr. Beziehungsweise kommt natürlich später jetzt die Folge, ja? Ah ja, ist auch egal. Egal. Karton-Eier gibt's jetzt hier. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere hier an der Stelle hier. Ja, wir möchten über speichern. Daten werden gespeichert und ich bin auch sicher, das zu machen. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash.lb und tschüss.